Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 mit Paxis, wo ich jetzt alle restlichen Spiele gewinne, also auch die zwei, die ich jetzt hier in der Aufnahme spielen werde. Wird geil. Und wir spielen noch ein Team mit Higuain, dann ist er auch weg. Wen hat jetzt hier als Wechselspieler reingetan? Lacazette, ne? Ja, das ist Lacazette, genau. Da. So, dann wollen wir mal gewinnen, meine Freunde. Dann wollen wir mal gewinnen. Wie gesagt, wenn wir der beste Spieler sind, gewinnen wir wie das letzte Spiel als besserer Spieler. Verdient. Bums aus, Nikolaus. Wenn wir der schlechtere Spieler sind, gewinnen wir durch Glück. Da habe ich jetzt kein Beispielspiel, weil ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal in FIFA 18 als schlechterer Spieler durch Glück gewonnen habe. In der letzten Weekend League war so ein Spiel dabei, aber egal. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele Scheiße labere die ganze Zeit, während ich zocke, sondern da ein bisschen ruhig bin, mich konzentriere und anfange Scheiße zu labern, wenn ich ein Tor fresse, der Gegner hinschießt oder so. Also wenn gerade ein bisschen Pause ist oder so, aber nicht, wenn ich jetzt gerade hier am Konzentrieren bin. Dreierkette ist, glaube ich, die erste Dreierkette. Also Fünferkette hat man schon, aber ist, glaube ich, die erste Dreierkette, die wir hier als Gegner haben. Natürlich sehr offensiv, ich glaube auch ein schneller Sturm. Ich werde auch hier direkt mal ins defensive Spiel gehen. Und jetzt konzentrieren, nicht so viel Scheiße labern, während wir die Bälle verteilen. Das machen wir dann später. Na, auf den Ball auch nicht passen, verdammt nochmal. Sehr schön. Hat eigentlich Benatina schon den Ball, aber Musacho ist dann auch einfach da. Wichtig. Bisschen verdribbelt. Hat er leider geil gespielt, haben aber auch einmal ein bisschen Pech, weil er am Ende uns tunnelt. Hat er, wie gesagt, gut gespielt, hat uns getunnelt. Das macht er, wir drehen das Spiel einfach. Ärgerlicher Tunnel. Schwach gespielt von mir. Aber wir machen jetzt einen Tor nach einer Ecke, passt auf. Tunnelt. Gut antizipiert eigentlich von ihm. Gut gemacht. Schlecht von mir gemacht. Das war wieder gut gemacht. Wie hat denn der mehr als drei Spieler hinten? Wahrscheinlich, weil er super defensiv spielt und dann so eine Fünferkette hat. Also das würde ich mal behaupten. Anders ergibt es keinen wirklichen Sinn. Konzentrieren. Schade, schöner Schuss, aber Tick zu hoch. Okay, hat sich ja richtig gelohnt.
Och Mann! Klappt diese beschissene Schusstäuschung wieder nicht so, wie ich das will. Jetzt komm schon, konzentrier dich, es ist nur ein Tor. Ich habe echt gedacht, dass Donnarumma da rankommt. Oh, wieder schlecht getribbelt von mir. So, jetzt konzentrieren wir uns, machen keine Scheiße mehr. Das verdammte 1-0. Oh, nicht wirklich viele Torschancen generiert, muss ich zugeben. Aber das Problem ist halt wirklich diese 1-0-Führung. Ich glaube, dadurch ist es so defensiv geworden. Gut gehalten von Navas. Oh nein, ärgerlich. Okay, stört mich nicht, dass jetzt die Verbindung unterbrochen. Aber wenn es jetzt schon wieder passiert, vielleicht ist dann auch beim letzten Spiel das gar nicht so. Ah, wobei, es war direkt nach dem Foul. Doch, im letzten Spiel wird schon der Gegner abgebrochen haben. Jetzt ist es halt so, dass jetzt weiß ich nicht, warum es abgebrochen hat. Vielleicht hat der Gegner Probleme mit der Innenverbindung, vielleicht wieder die Server. Ich hoffe, dass es nicht wieder meine Verbindung irgendwie abkackt. Aber ich bin ganz froh, dass wir hier bei dem 1-0-Rückstand logischerweise jetzt 0-0 haben und das Spiel nochmal, also gar nichts haben, das Spiel nochmal spielen dürfen. So, jetzt ist Higuain hinweg. Ganz ehrlich, ich glaube, mit einem Champions League Style können wir ganz geil sein, aber den würde ich wahrscheinlich nur ausprobieren, wenn ich keinen anderen geilen Stürmer finde. Und ich glaube, bis dahin habe ich einen anderen geilen Stürmer. Der hat mich überhaupt nicht überzeugt. Der hatte zwar ein paar ganz geile Sachen, hat sich auch gut dribbeln lassen, aber wie gesagt, er hat mich überhaupt nicht überzeugt. Gibt es noch irgendeinen Calcio A-Spieler, den wir fest spielen können? Ich glaube, wir hatten alle, ne? Ja, das war's. Das heißt, jetzt kommt Icardi wieder rein. Hat ja auch einen guten Job geleistet. 13 Spiele, 27 Scorerpunkte. Was soll ich noch sagen? Vielleicht war das auch das Problem. Mir hat einfach Icardi gefehlt, um die Spiele zu gewinnen. Passt auf, jetzt gewinnen wir easy mit Icardi. Top 100 Spiele. Wir verlieren kein Spiel mehr. Was jetzt immerhin schon ein Spiel gehalten hat. Geil. Und dieses Spiel haben wir jetzt auch nur, vielleicht nur nicht verloren, weil das alles abgebrochen wurde. So, Benzema hat Hunter, der andere Hawk, also scheint auch wieder ein schneller Sturm zu sein. Auch hier werde ich wahrscheinlich erstmal auf. Ach, wisst ihr was? Ich scheiße jetzt erstmal auf dieses Defensiv. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Spiele, die ich mit Defensiv beginne, besser spiele. Ich lasse mal erstmal ausglichen mit hoher Druck. Vielleicht probiere ich auch nochmal irgendwann nochmal Ballbesitz, aber ich glaube, letzte Weekend League haben wir ja auch die ganze Zeit mit hoher Druck gespielt. Das hat gut funktioniert, also in Anführungsstrichen gut funktioniert, besser als jetzt in der Weekend League. Das ist alles, was ich erstmal sagen kann. Ja, was soll ich sagen, wenn er so eine ganz dumme Abseitsfalle stellt, die dann halt nicht funktioniert und wo dann Philippe Anderson alleine aufs Tor zu rennen und Icardi noch nachkommt. Also wenn er mir so ein einfaches Tor schenkt als Top 100 Spieler, ist das natürlich kein Problem, ne? So, gut. Bums, erstmal für Verhältnisse gesorgt für Clara und jetzt machen wir das genauso weiter. Wir machen jetzt noch zwei Tore ganz schnell und dann bricht der Gegner ab. Jetzt können wir übrigens aufs Defensiv gehen, weil wir 1-0 führen und der Gegner sowieso offensiver spielt und wir es leichter haben werden zu kontern und unsere Chancen zu nutzen. Schön gemacht. Oh, hier ist gar niemand, damit er nicht anspielen kann. Schon wieder diese dumme Abseitsfalle. Scheint nur sein Ding zu sein. Das ist der erste Spieler, wo ich das sehe, dass er das aktiv macht. Abseits. Ich Idiot, hätte weiter zur Mitte orientiert bleiben müssen. Ich habe gedacht, der zieht jetzt weiter durch. Aber was soll er da machen aus dem Winkel? Er kann ja nicht schießen. Ich war einfach nicht gut verteidigt am Ende. Ich hätte weiter die Mitte zudecken müssen.
Das war mein Fehler. Aber es ist egal. Wir schießen jetzt einfach noch ein 2-1. Ich will einfach mal wieder zu 0 spielen. Verdammter Scheiß nochmal. Da Ruhe hält er keinen Ball fest, wobei das war jetzt vielleicht auch kein Ball, den man festhalten kann, aber. Ja, wenn Felipe Anderson dann nicht gefoult wird, also festgehalten wird oder so, dann kommen wir auch den Ball. Gemacht mit Gulam. Sieht das so eine beschissene Sonne, finde ich. Es ist so grell irgendwie. Schlecht gemacht von mir. Danke Donnarumma, dass du mitspielst, nicht wie die CPU gar nicht machst. Also wie die CPU-Verteidiger. Das ist zu gefährlich. Ich muss mal das zweite Tor machen, das ist zu gefährlich, was wir hier spielen. Wieder beschissen gedribbelt. Ja, das habe ich leider antizipiert. So, ich darf nicht immer versuchen, jedes Mal zu kontern. Ich meine, ich bin eigentlich eher so ein langsamer Aufbauspieler. Das sind meine Stärken im Pass. Die muss ich suchen. Schade. Steht 1-1, ist noch alles drin, wir gewinnen. Punkt, wir müssen dran glauben. Anders funktioniert das nicht. Ja, war nicht weit genug der Pass. War halt auch ein sehr schwerer Pass, weil er so lang war und gelupft. Vielleicht muss ich wirklich eine Formation mit zwei Stürmern suchen, weil ich habe das Gefühl, dass ich gerade gegen die Formation, die zwei oder sogar drei Stürmer spielen, halt totale Probleme habe. Habt ihr noch Bock oder wollen wir abbrechen, wollen wir aufgeben, soll ich rausgehen aus dem Spiel? Wie geht dieses Standard am Sack, diese Sonne, das ist so beschissen. Ich überlege, ob ich auch einfach mal meinen Monitor ausmache, das hilft ein bisschen mit meinen anderen. Da habe ich nochmal schwarz und nicht so ein weiß. Oh, das war mal ganz anständig gedribbelt und auch gut gespielt und wir führen 2-1 und so muss ich immer spielen und dann gewinne ich auch. Ich glaube, Brozovic war's. War ich auch flach geschossen, aber anscheinend so straff, dass er halt ein bisschen hoch geht. Aber war nicht schlecht. So, Punkt 2-1. Wir gehen wieder auf Defensiv und jetzt fressen wir nicht direkt wieder so ein Tor vom Gegner. Aber ich weiß auch nicht, das Verteidigen ist so merkwürdig geworden, ich weiß auch nicht. Weil immer alles sagen, es ist wie ein FIFA 17 total einfach. Wo denn? Sobald der Gegner dribbeln kann und einen schnellen Spieler hat, wird so scheiße schwer, das zu verteidigen. Ich glaube, das vorletzte Spiel war das, wo das der Spieler so richtig, richtig gut gemacht hat.
Schon wieder geht er auf seine Abseitsfalle. Danke. Hat er natürlich gespürt, dass der Schuss geblockt wird. Endlich. Und das passiert so selten, dass man wirklich mal so einen scheiß Pass abfangen kann, der in den Sturm geht. Das kotzt mich auch an. Das wenigstens, das sollte man versuchen zu belohnen. Aber nee, das wird auch nicht belohnt. Aber egal, wir führen ja 2-1, verdient, wir sind der bessere Spieler. Na, ich finde es eigentlich relativ ausgeglichen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir führen. Ich werde dafür sorgen, dass wir jetzt auf jeden Fall in dem Durchgang der bessere Spieler sind, dann total verdient gewinnen. Aber ich hätte auch gerne mal wieder ein Spiel, wo ich deutlich schlechter bin oder eindeutig schlechter und trotzdem gewinne. Hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. So wird das zum Glück nichts. Was hat er denn immer mit seiner Abseitsfalle? Die ist so blöd. Ah, sorry, aber hat er nicht umsonst das eine Mal das Tor gefressen? Ja, schade, schwache Ballannahme. Ach, war auch schwer, weil ich straffer Pass, aber sonst bekomme ich den Ball auch nicht hin, wenn ich ihn nicht straff passe. Ich wollte auch eigentlich hier in der Mitte anspielen. Ich glaube, Strohmann ist es genau. Jetzt bekommen wir zumindest die Bälle weiter abgefangen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Eieiei, so ein einfacher Pass meiner Meinung nach. Da verkackt den so. Das wäre vor allem so eine schöne Situation geworden. Ich habe mir gerade sowieso so ein bisschen Probleme zu haben mit der Ballkontrolle etc. Schöner Schuss mit Icardi. Oh, faul, Freunde. Egal, mir gefällt mittlerweile mein Spiel ganz gut. Würde auch sagen, haben so leicht die Überhand übernommen. Aber nur leicht. Oh, nicht sterben. Schön, Benatia. Aber wie gesagt, wir bekommen jetzt deutlich besser den Ball. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob der Gegner einfach schlechter angreift, ich besser verteidige. Ich hoffe natürlich, es liegt an zwei drin. Und das muss ich mir abgewinnen, aber gut, das war jetzt der erste sinnlose gelufte Laufpass, den ich gespielt habe. In dem Spiel, das geht. Schön gemacht mit der Rossi. Eigentlich ganz gut durchkombiniert, aber dann irgendwie. Ah, ich muss aber, wie gesagt, ich verteidige, das tut gut jetzt gegen ihn, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht der allerbeste Angreifer und Dribbler, wie gesagt, das haben andere schon ganz anders und besser gemacht. Ich wäre mal. Oh, ich wollte eigentlich ganz anders nach hinten ziehen. Wenn mal Lacazette dann einwechseln. So die Frage, ob für den Außenmittelfeldspieler oder für wirklich meinen Stürmer, aber ich glaube eher für den Außenmittelfeldspieler. Was für ein Scheißpass! Zum Glück kriege ich es geblockt, ey. Nicht so ein Kackfehlpass. Das wäre es wieder gewesen. Ja, Icardi hat noch viel zu viel Ausdauer. Da wechsle ich lieber, ich viel über Sharabi, also nehme ich
Lacazette für Sharabi. Dann hört es halt eigentlich auch schon auf mit den Spielern, die ich als Wechselspieler für die Mittelfeldspieler einsetzen kann, weil dann habe ich eigentlich nur noch Spieler, wo es sich lohnt oder wo es Sinn macht, ihn von Anfang an reinzunehmen. Wie halt die krassen Torhüter oder so. De Gea zum Beispiel. Oder halt die krassen Mittelfeldspieler, die halt nicht wirklich schnell sind. Wobei, die könnte man dann auch einwechseln für die Sechser, das würde gehen. Ja, das würde gehen, ich glaube, das mache ich auch. Haben wir dann leider keine offensiven Wechsel, aber ich denke, es macht dann mehr Sinn, die für die Sechser zu wechseln. Hallo, warum ist denn hier niemand? Hallo, hallo. Okay, da waren zu viele. Geh mal auf sehr defensiv, sind wir einfach. Hätte ich reinflanken sollen. Wir haben aber viel zu viele Leute, die da vorne mit rumeiern, und wenn ich da einen Konter fress. Schön. Schade. Schöner Pass von Lacazette. Hallo, hallo! Oh, der Rossi. Ach, ist die 89. Sagt mir das doch dann. Gehe ich jetzt mal auf Zeit. Das letzte Mal hatte ich gesagt, es geht auf Zeit. War es das dann? Hab ich dann verloren. Weil der Gegner noch das 3-2 gespielt hat. Geschossen hat. Wieder bekommt Icardi die Kontrolle nicht. Über den Ball. Ärgerlich. Gewonnen, absolut verdient, würde ich sagen. Ich war ein knappes Spiel, aber denke ich trotzdem verdienter Sieg. Und jetzt machen wir noch das zweite, das voraussichtlich letzte für diesen Sonntag. Und die restlichen 10 mache ich dann montags. Tore, Icardi, Brozovic, Vorlagen, Philipp Andersson. Ja, Icardi macht direkt wieder ein Tor, sehr schön. Silber 2, na, herzlichen Glückwunsch. So, das gewinnen wir jetzt auch noch. Dann haben wir 8 Siege, brauchen noch 3. Aber natürlich spielen wir das mit der Bundesliga. So, noch mal kurz gucken. Lacazette ist Rechtsfuß, streicht dann am Schwachen. Okay. Action. Ach, ich habe vergessen, Aubameyang in das andere Team zu packen, damit das regenerieren kann. Den muss ich natürlich reinnehmen. Er ist ein fest verankerter Spieler und ich kann keine 6 Spiele mit ihm machen, ohne Fitness zu regenerieren. Moment, habe ich denn noch einen zweiten Platz frei, den ich nicht brauche? Moment mal. Wer spielt denn gerade nicht mit? Volland spielt nicht mit. So, jetzt konzentrieren, das Spiel auch noch gewinnen und dann mit 2 Spielen ins Folge gewonnen, sich aus diesem Aufnahmetag verabschieden und dann die restlichen 10 Spiele am Montag gewinnen. Ich meine, es ist jetzt eigentlich auch schon Montag, denke ich, weil es nach 0 Uhr bestimmt ist, oder? Ja, 0:18 Uhr. Come on, pushen, gewinnen, never give up. So. Konzentriert spielen, gut in der Offensive, in der Defensive vor allem mich am Ende verteidigt habe, das hat mir gut gefallen, aber er hat einen 77er Stürmer, wahrscheinlich schnell, aber wie gesagt, er hat auch viele Basic Champions League Styles noch, also nicht so ein starkes Team, wäre jetzt trotzdem anfangen, immer erstmal mit ausgeglichen, denke ich, es sei denn, ich überlege das wieder irgendwann anders, und das ist, wie das am Ende gefallen hat, ich meine, klar, der Gegner wird auch nicht der allerbeste, was den Angriff und das Dribbeln angeht, sobald die Gegner wirklich gut sind im Angriff mit dem Dribbling und dem Pace und dann halt schnelle
dribbelstarke Spieler haben, ist es wirklich ultra schwer, das zu verteidigen, aber. Schön gehalten von Mignolet. Aber ich, ja, wir müssen es versuchen zu verteidigen. Mir bleibt ja nicht anders übrig. Na, geht mir bitte einer am Ball. Okay, dann nicht. Das fand ich merkwürdig. Ich hätte gedacht, er spielt eher auf Sonnen, aber gut. Schade. War auch ein normaler Pass, er macht wieder einen Laufpass draus, aber hat ja auch fast wieder geklappt. Schade. Schön von Bender. Oh, das schaffen wir sogar fast, uns gegen Fellaini durchzusetzen. Er ist doch über 1,90 Meter. Kommen diese ganzen Pässe auf seine Sprinter nicht an. Eigentlich schön gesehen, aber war klar, dass wir uns da nicht durchsetzen gegen die Innenverteidigung. War krass, was die Bälle, was die Bälle abfangen zur Zeit. Aber genauso soll es natürlich auch sein. Schade! Hätte Zug mal wieder einbrennen können. Aber mir gefällt eigentlich, wie es momentan läuft. Wir fangen die Bälle gut ab vom Gegner. Wir haben die Torchancen am Gegner nicht. Scheiße, das war wieder mal dumm getribbelt. Hat ihn wieder zu einfach gemacht. Macht Toprak. Ja, macht Toprak gut. Ich wollte gerade sagen, macht er eigentlich gut, dass er Ball weg, aber er hat es dann doch gut gemacht. Zeitig abgeschlossen. Hätte weiter mit Sprint aufs Tor zu rennen sollen oder geradeaus halt, nicht aufs Tor, sondern geradeaus auf die Seitenlinie und schon wieder. Also wie fangen denn die gerade so krass die Bälle ab? Das, genauso muss es sein, aber das haben sie doch bisher auch nicht gemacht. Lass doch bitte mal meine Schüsse durch. Was ist denn jetzt los? Leeres Tor, leeres Tor? Ja, jetzt nicht mehr. Boah, krass, das war ich aber mit Toprak, also ich habe getackelt. Dass er da wirklich an den Ball so rausspitzelt, nice. Oh, nicht auf Aubameyang. Ach Manu, es war so geil von Aubameyang einmal zurückgelegt. Also aus 100 Meter Entfernung, sorry, aber dann mit wahrscheinlich einem 77er Stürmer oder so. So, deckt er irgendwas zu. Aber nicht den in der Mitte, also. Können wir den anspielen. Ey, so ein Scheißpass darf mir nicht passieren. Ich meine, seiner war noch schlimmer gerade, aber schade, dass wir da. Oh, da waren wir eigentlich auch schon wieder dran. Wir könnten eigentlich mal das 1-0 machen, Mann. Bin echt gut. Fehlt nur das Führungstor für uns.
Es ist auch ein Elfmeter, Freund, ne? Genau. Scheiß doch den Vorteil, Mann. Es war ein Elfmeter. Und mich da umreißt. Puh. Können wir nochmal angucken, aber es war meiner Meinung nach auch wirklich ein Elfmeter. Und es war auch ein Tackle vom Gegner. Mhm. Er tackelt rein, als der Ball zwar schon weg ist, aber er tackelt mich halt trotzdem komplett um. So, Kramaric, ist er auch bester Mann? Oh, 89, ich denke schon. Es ist echt nicht so einfach teilweise ohne Ziel, weil es war schon wieder ziemlich weit rechts geschossen. Viel weit rechter als ich wollte, aber okay. Der war auch unhaltbar. Ich glaube, wenn er da in die richtige Richtung springt, hat er ihn trotzdem nicht. Danke, dass du ihn hältst, Fährmann. War natürlich eine ultra gefährliche Situation. Boah, geil gesehen, der Pass. Geile Flanke auf Arangis, aber da muss ich zugeben, ich habe einfach nur in die Mitte geflankt. Ich habe nicht irgendwie gesehen, dass ich auch jemanden flanken will. Arangis ist da und kommt frei zum Kopfball, macht ihn auch rein. Endlich mal ein schönes Kopfballtor aus dem Spiel heraus. Ich meine, ich glaube, einmal haben wir es auch geschafft bisher mit Wagner, aber jetzt haben wir auch mal mit einem Kleinen das geschafft. Sehr geil, unhaltbar. Obwohl er noch nicht mal, also er war weit links platziert, aber nicht weit oben. Sehr gut. 2-0, direkt nachgelegt, nachdem er die Riesenchance zum 1-1 Ausgleich hatte. Schön, Benders da. Schade, haben wir zu spät gepasst. Alter, das ist unglaublich, was für Bälle die hier abfangen in dem Spiel. Das habe ich so noch nicht gesehen. Och, da liegt der Ball doch. Schade. Oh, es war tatsächlich noch einer dran, okay. Schön in den Lauf, oder? Ne. Ich glaube, ich war wieder dran, oder? Ne. Oder er gibt die Ecke nicht, eins von beiden. Aber ich glaube, wenn es die Ecke gewesen wäre, hätte die nochmal gegeben. Sehr gut, so müssen wir weiterspielen. Dann gewinnen wir auch hier das zweite Spiel in Folge. Und wenn ich nicht wirklich schon so verdammt müde wäre, dann würde ich auch einfach weiterspielen, weil es jetzt gerade so schön läuft. Aber ich bin zu müde, da geht dann die Konzentration einfach so in den Arsch. Schön gemacht mit... Oh nein. Oder auch nicht. Ich hoffe, es war kein Elfmeter, aber ich glaube, das wird anders aussehen. Ja, es war keiner. Perfekt. Die Mauer perfekt den Ball abgebremst, damit Fährmann ihn aufnehmen kann. Ohne Sorgen. Super, ein Laufgeschick, er läuft nicht. Aber Aubameyang ist da. Und? Oh, da hätte Aubameyang noch einen schönen Volley-Treffer machen können. Schade. Aber auch da. Aber Aubameyang gefällt mir auf den ersten Blick, muss ich jetzt so sagen, eigentlich gut als Spieler. Also mal schauen. Im letzten FIFA war es ja auch so, dass mir Aubameyang deutlich besser gefallen hat und besser lag als Lewandowski. Lewandowski ging bei mir überhaupt nicht. Was? Ich habe normal geschossen, also nicht flach. Und der macht ihn so merkwürdig flach. Und das obwohl er sein Steigen. Schade. Sein Steigen linken Fuß nimmt, das war komisch. Och nein, weil habt ihr das gesehen, dass er da lag, weil er irgendwie wieder dumm gefoult wurde, ohne dass der Ball da in der Nähe ist. Wodurch dann ich den ich anspielen wollte, halt einfach nicht mehr anspielen konnte. Dann hat er zu Aubameyang versucht zu passen, was halt nicht geklappt hat.
Probieren wir es halt nochmal. Okay, also die Flanken kommt auf jeden Fall besser, wenn man gerade einläuft und es nicht aus dem Stand macht, wie man sieht. Ach, Alu, warum? Und es war noch jemand dran? Das habe ich gar nicht gemerkt. Hector, oh, hätte ich doch gut machen können, aber war auch ein guter Schuss. Damit kann ich leben. Och, ich versuche flach ins. Oh mein Gott! Flach ins lange Eck zu schießen, dann noch ein zweites Mal. Zuba hat auch einen guten Abschluss. Und dann oh, machen wir beide nicht. Vor allem der zweite war natürlich peinlich. Okay, das ist ja aber gerade Vogelwilder im Mittelfeld. Marek geht erstmal schön in die Verteidigung rein. Bender, du kannst das doch. Das wissen wir doch nun, dass du das kannst. War aber auch nicht optimal von mir geschossen, muss ich zugeben. War ja auch ein Vollsprint, unter den er schießt. Sehr gut von Schmelzer. Also, ich verstehe nicht, warum in dem Spiel. Es kann ja nicht sein, dass es nur daran liegt, dass der Gegner so schlecht passt. Aber in dem Spiel fängt meine Verteidigung so viel von selbst ab. Das habe ich noch in keinem einzigen FIFA 18 Spiel gesehen. Und ich würde behaupten, ich habe schon gegen schlechtere Spieler gespielt als gegen ihn. Von daher, ich kann es nicht nachvollziehen, wieso das so ist. Also das, ja okay, der Pass war einfach total grotte und schlecht und scheiße, das muss ich zugeben. Aber das ist ja, so spielt er nicht die ganze Zeit. Und das war ich zum Beispiel, da hat er auch nicht gepasst. Ich habe das gedacht, aber vielleicht kannst du unten irgendwie Kramaric ins Spiel bringen, als wäre so ein schwerer Pass gewesen. Oh, das zweite Mal Alu. Machen wir jetzt Alu-Schießen oder was? Meine Fresse. Einmal Aubameyang, einmal Arangis. Aber ja, verdienter kann man ja kaum gewinnen dann. Mit zweimal Alu. Und Schmelzer, wie gesagt, hat ja schon mal gesagt, gefällt mir in FIFA 18 auch nochmal besser als in FIFA 17. War er da nicht auch ein 80er oder war er nur ein 79er? Ich glaube, da war er auch schon ein 80er, oder? Also Schmelzer-Inform hätte ich mal richtig Bock drauf. Weil er sich halt einfach so geil spielen lässt. So, 3-0, Deckel drauf. Wobei ich würde behaupten, in der 80. ist dann zum Glück auch ein 2-0 eigentlich schon ein Deckel. Weil eigentlich kann man dann ja auf Zeit spielen. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe in FIFA 18 bisher nicht so gut auf Zeit gespielt. Ich muss aber auch zugeben, ich habe bisher in FIFA 18, ich glaube, nur um einen einzigen Spiel wirklich probiert, richtig auf Zeit zu spielen. Und da habe ich es auch geschafft. Da. Also das war nur einmal so, dass ich wirklich richtig krass auf Zeit gespielt habe und da hat es auch funktioniert. Das verteidigt auch viel aggressiver, viel schlechter. Ich finde, das war mal wieder gut von ihm, aber es lag nur daran, weil ich dachte, er geht voll aggro drauf. Oh, Kramaric hat keine Power mehr, ich merke das. Das kurze Eck sogar. Nice. Hauptsache flach, sage ich da immer. Und der Gegner bricht sogar ab, obwohl jetzt das Spiel sowieso schon vorbei war. Genauso spielen wir weiter. Die nächsten, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Ich weiß gar nicht mehr. Aber die nächsten Spiele, die restlichen Spiele, die wir alle beide. Ne, drei Tore. Zwei von Arangis, eins von Kramaric. Aber ich wette, Aubameyang hat mindestens eine Vorlage. Okay. Bender und Zuber haben zwei. Na gut, dann Aubameyang vielleicht doch Kacke, voll und besser. Man munkelt, Quatsch. Oh Gott, wie aufgedreht ich heute bin. Oder generell die letzten Aufnahmen. Also, das ist ja die gleiche Aufnahme, der Aufnahmetag.
Ja, 10 Partien noch. Wir haben 8 Spiele gewonnen, wir müssen nur noch 3 gewinnen. Wir gewinnen aber alle 10, werden schön 18 Siege holen. Elite 3 in your face. Genauso wird es laufen. Und wir müssen so spielen wie jetzt in den Spielen. Ich muss halt zugeben, ja, die Gegner waren auch nicht ganz so gut, aber trotzdem, genauso spielen wir jetzt weiter. Bums aus Nikolaus. So. Und hatte denn, aber Aubameyang hatte ja schon mindestens ein Tor, ne? Zwei Spieler, ein Tor. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.